Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Elder Scrolls Online. Ja, ich bin Lil Tiger, wir sind beide sehr musikalisch veranlagt und werden hier mal gleich diesen Dungeon weiter erkunden. Hallo, auch von mir. Sehr schön, bist du bereit? Ja. Dann drücken wir Kreuz. Ich kann auch gerne auf meiner großen Flöte spielen. Warum nicht? Spiele ich Laute und du Flöte. Aber nicht bitte wieder zweideutig denken, meine Zuschauer. Richtig, auch Spaß muss sein. Der goldene Ritter, da ist er. Verbrenne Netz. Hab ich. Haben wir sie aus dem schwarzen Anusloch befreit? Wirklich so ein bisschen raus. In jeder Ecke und jedem Winkel. Aber danke für die Hilfe. Nein, Tentakel, Hilfe! Wir sind gerade in der Hentai gelandet. Oh. Dämmerstern. Was? Wer bist denn eigentlich du? Ach, das ist der Typ. Sagt Anael, es tut mir leid. Können wir dich jetzt looten? Darf ich sie looten, während sie bluten? Ich glaube, den kann ich nicht looten. Schade. Weißt du, was mich die Tentakel erinnern? Was denn? Wie aus Nummer 1 Skyrim hier dieser Gott. Ah, da seid ihr ja. Ja, ich weiß, wie du meinst. Der auch aus so einem Loch rauskommt und dann so 1000 Augen hat und so. Oh, wer war das nochmal? Molag Tong? Nee, warte hier. Wie ist der? Molag Baal? Nee, wo ist der so? Molag Baal? Weiß ich gerade gar nicht. Egal, Angriff! Warte. Ne, Molag Baal war der, glaube ich, wo du den Streitkolben bekommen hast in Dings in der Stadt. Stimmt, ja, von hier, Markart, genau. Ne, wie hieß der? Wie hieß aber nochmal der andere, sag mal. Ah, ich weiß, wie du meinst. Ich komme gerade selber nicht drauf. Den siehst du ja das erste Mal, wenn du hier diesen komischen Typen da aufsuchst in den ganzen. Ja, in dieser Höhle mit den ganzen Dwemer-Artefakten, genau. Oh, wie heißt denn der, Alter? Ich weiß, wenn du meinst, aber ich komme gerade selber nicht drauf. Und zur Belohnung durftest du dir dann eine deiner Fähigkeiten dann verbessern. So war das dann gewesen. Jupp. Vielleicht können ja die Zuschauer ja mal schreiben. Zum Beispiel. Na, wer es weiß, kann der ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir sind da jetzt nicht böse dann drauf, ne? Nee. Stirb! Es liegt noch auf der Zunge, aber ich weiß nicht, wie er richtig heißt, aber. Das ist das, wenn man schon Alzheimer mit 23 kriegt. Stirb! Hey, mein Dings ist weg. Wo ist denn der hin, Bruder? Dein Dings? Welches Dings? Ja, hier. Na, das Dings. Das Kleine. Der Dämon. Achso, dein Begleiter. Hey, jetzt hast du schon mal diesen. Ja. Hallo. Ja, es sind noch andere Spieler, die gerade alles geklärt haben. Ist doch gut. Dach, Kumpel. Ja. Königshafenpass. Übrigens, ne, während der Hauptquest von Morrowind, da kommst du auch unter anderem nach Windhelm. Geil. Also sprich, in einen Teil von Himmelsrand. Und da gibt es zum Beispiel, eine Quest, genau, ich hatte noch nicht weitergemacht, da solltest du eine gewisse Frau treffen, die mit Nachnamen Sturmmantel heißt. Also könnte vielleicht sein, dass das ja die Mutter oder eine Vorfahrin, vielleicht sogar die Urgroßmutter von Ulfric Sturmmantel ist. Mhm. Könnte ich mir so denken. Nein, komm, der Name Sturmmantel ist jetzt nicht so geläufig, nicht so häufig vorhanden. Das ist richtig. Und wie ist das Wetter bei dir? Bewölkt. Aber wo man dazu sagen muss, wo ich mir gerade eine Schnitte geschmiert habe, es dieselt ein bisschen. Bei mir nieselt es auch und es ist grau. Ah, das Gewitter. Ah, hier sind gerade wieder eine Menge Gegner gespawnt. Nein, lass mich in Ruhe, ihr Widerlinge. Du bist schon weitergelaufen. Okay, ich komme mit.
Du hast den Medic alleine gelassen, du. Ich hab alles für dich da gelassen. Danke. Tür! So, jetzt müssen wir... Puh, ist doch knapp. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich muss erstmal die Ladezelle abwarten. Kehrt nach Aratheum zurück. Also ach, nach Atrium, hier, das ist, geh mal auf deine Kartenansicht und dann der obere Kreis oberhalb der Karte. Das ist Atrium. Bei mir wird das aber, ja, ja. Das ist dieser obere Kreis oberhalb der Map. Unterhalb, oder? Ne, oben, ganz oben, der obere Kreis ist das hier, ich kann mal gerne mal gucken. Das ist aber, wenn du ganz weit rauszoomst, ganz weit rauszoomen, dann ist das hier der obere Kreis, der, das, da steht's dran. Genau, ich sehe es gerade, wenn mir jetzt angezeigt, genau. Und dahin port ich mich. Ich mich auch, ups. Geht schneller. Ja. Ui. Atrium. Weil noch haben wir das Geld, noch, aber das kann sich ja noch ändern. Na, bald kriegen wir Sachen, die bis zum 1000 Goldstücke wert ist. Boah, wäre geil, aber jetzt müssen wir auch erstmal das richtige Level erreicht haben. Money. Must be funny. Boah ja, bei meiner anderen Charakter, bei meiner Gunja, da habe ich auch übelst vieles geiles Zeug. So alles über 40 Gold wert, Alter. Mir kann's nicht verkaufen. Wie stark ist denn, bist du denn mit dem? Stufe 8. Ach so, ja. Ja, alles gut. Ja, ich bin Stufe 10 mit meiner, alles gut. Alles gut. Hm. Ich bin da glaube ich so ein Drachentöter oder so. Das ist der Nahkämpfer. Hm, ich verstehe. Ja, klar, mit dem langen Rüssel. So, jetzt sind wir hier wieder oben. Aber wir sind sogar näher dran als sonst. Bisschen. Könnte aber auch täuschen. Lach ist es. Er lacht. Hallo. Danke für... Hm? Es geht um meine fehlenden Erinnerungen. Blups. Mir ist ein wichtiges Turmwächter-Brigade, was ist das denn? Zeigen. In eurer Abwesenheit. Die Antwort ich weiß auf... nicht. Weil sie rennen. Guck mal kurz. Inventar. Turmwächter-Brigade. Oh, Röhrchen. Es ist ja... Maximale Leben, maximale Ausdauer. Das ist eine mittelschwere Rüstung. Also ich glaube, ich bleib da lieber bei meiner anderen Rüstung. Obwohl ich dazu gerne sehen würde, wie sehe ich denn damit... Na komm, ja komm, wie sehe ich denn damit eigentlich aus? Mal kurz gucken. Aussehen, warte. Sammlungen, Aussehen. Da kann ich aber kurz gucken, wie ich jetzt ohne das hier aussehe. Oh, guck mal, damit kann ich mich eigentlich sehen lassen. Sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ich warte im Turm auf dich. Ich glaube, das behalte ich auch einfach mal. Kannst du ja. Die sind nicht verboten, ne? So, hier bin ich. Hä? Wo kommst du denn auf einmal her? Von da oben? Ach, du warst das schon. Ja, ich dachte, du wärst mit mir da oben gewesen. Nein! Na gut, dann warte ich hier. Ich stelle mich genau hier in die Mitte des Raums hin und... mal gucken, was mache ich denn? Jetzt ich könnte wie ein Nord tanzen. Wie tanzen denn die Nords? Mal gucken. Ah, nicht ganz. Die klatschen ziemlich häufig in die Hände. Ja, die Russ... Mal sehen, kann ich wieder tanzen? Ja, die Rüstung geht zwar ein bisschen ja, ich bin da. Das sieht so türkisgrün aus. Und die Kisten looten. Oh, Skizze, hochelfisches Becken. Vergoldet. Guck mal, die Kisten looten hier. Entschlossene Wächterin. Ha, eine blaue Skizze, hochelfische Karaffe, vergoldet. Nice. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja klar, ich war hier unten. Ne? Ich habe zwei Skizzen bekommen für hochreifisches Vergoldet. Also ich stehe gerade in der Mitte des Raumes. Warte.
Machst du mit? Nee, warte. Hast du irgendwelche Tanzanimationen? Da komm doch rein, tanz mit. Was hab ich noch für Tänze drauf? Tanz der Agonia. Ups. Nichts kaputt machen. Okay, wächst noch mal das Instrument, jetzt tanze ich noch was anderes. Habe ich noch ein anderes Instrument, weil... Der Flöte hast du, glaube ich, noch. Ja, die habe ich doch gerade gespielt. Oh nee, warte mal, Horn, so meinte ich rum. Du hast noch ein Horn. Ich habe auch noch eine Trommel, Junge. Oh, mach die Trommel mal. Die Leute müssen sich auch gerade denken, ey, was machen diese Trottel da? Mhm. Aber wir haben einfach Spaß am Spielen, das ist alles. Okay, weiter mit auf, sorry, alles klar. Oh, ich habe vergessen, meine Uhr zu stellen. Dann musst du jetzt. Kein Problem, ja, wir nehmen gerade 11 Minuten auf, alles gut. Hier gibt's nichts weiter zu plündern, okay, weiter geht's. Portal nach Atreum. Aber jetzt mal ernst, wenn du hier auch mal so eine Tanzanimation ausrüstest, dann könnten wir ja zusammen so ein synchronisiertes Tanzen machen. Ne? Formationstanz, oder wie das so mal heißt. Hey, wo müssen wir jetzt hin? Weißt du, wie es geil wäre, wenn so noch Zuschauer dabei wären und dann noch so alle tanzen? Wo müssen wir jetzt eigentlich überhaupt hin? Hä? Hä? Also... Ah! Tschüss! Ach so, Treppe runter, ich seh's! Ah! Traumhöhle! Oh! Welche Träume werden wir da erleben? Nein, nicht die feuchten Träume, ja? Also kein Date mit Pamela Anderson, okay. Willkommen in der Traumhöhle. Ja, wir sind gerade gekommen. Pfade zu anderen Reichen öffnen. Dieser spezielle Pfad wird durch dätrische Magie versperrt. Aber ich habe eine Idee. Holt den Dämmerstern Edelstein heraus. Genau. Es leuchtet. Die Barriere, sie weicht vor dem Dämmerstern zurück. What are you buying? What are you selling? Jetzt müssen wir wieder rausgehen, alles klar. Atreum. Schumbelor. Schumbelor, Ast. Warte auf mich. Wir gehen gleich wieder Kleechen, Ast. Ich sehe you. Ja, auf Kleche gehen wir Seechen. Genau, du bist unten. Ich bin gerade die Treppe hochgelaufen, ich warte hier. Ja, ich komme ja schon. Hi. Auf geht's! Hey, wir sind Zwillingsschwestern. Wir haben das gleiche an. Das so, verkaufen. Wir haben die gleichen Gürtel an. Cool. So, verkaufen. Ich muss mal hier ein bisschen Zeug loswerden. Die gleichen Schuhe? Oh mein Gott, du hast meinen Stil nachgemacht. Nee. Boah, Alter. Oh, ich will nicht kaufen. Oh. So, warte mal. Hier, das kriegst. Nee, warte, das müssen wir ja. Muss ich verwerten. Alles gut. Aber ich hatte vorhin noch ein paar andere Sachen gehabt, die wollte ich unbedingt verkaufen. Wo sind die denn? Gib mir den Bogen zurück. Oh, nee, oder? Ach, nö, jetzt hab ich. Wo ist der Bogen? Den Bogen wollte ich gerne behalten, danke. Genau, das würde ich auch gerne behalten wollen. Mal gucken. Ja, komm. Nee, komm.
Weil Sache ist natürlich die, ich kann auch einige Sachen jetzt nicht einfach so verkaufen, weil ich muss die Menschen auf die Bank bringen, damit ein anderer Charakter auf die auseinandernehmen kann, damit ich dann die Fähigkeiten bekomme, die wiederherzustellen. Ja, ich mach das nämlich auch nicht. Kajit-Hute würde ich behalten, genau. Aber diese Glyphen, womit kann man schon die Glyphen hier verwenden? Hast du eine Info, was die Glyphen gut sind? Was, Hieroglyphen? Na, Glyphen, ne? Nö. Na komm, weg damit, dann ist es weg, dann ist es raus von dem Inventar. Verkauf diesen Gegenstand gegen... Ach so, Plünder, das muss ich also verkaufen. Ich habe also keine andere Wahl. Verdorbenes Fell. Warte mal. Alles klar, ich habe wieder Platz geschaffen. Hm? Wer spielt denn hier ein Musikinstrument? Das bin diesmal nicht ich. Das ist die Spielmusik. Ach so. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen da lang. Hey, wir müssen wieder in die Traubenhöhle, wa? Nee, mir wird gerade was anderes angezeigt. Wir müssen da drüben. Nein, ich treff die Retten. Ich muss sprech mit Graf Layton, das ist da drüben. Warte kurz. Ich muss kurz nochmal runter. Ich guck mal währenddessen mal die Namen anderer Spieler an. Es sind manchmal wirklich sehr lustige Namen dabei, wo man sich denkt, wie kann man bitte schon seinen Charakter so nennen? So. Mhm. Okay, das ist einigermaßen noch ein normaler Name. Das ist auch. Moment. Okay, ja, okay. Hm. Katastrophe. Boah, die Rüstungen sind aber schon alle richtig geil aus, die sie hier haben. Das sieht richtig cool aus. Hm. Irgendwann so eine Rüstung auch haben, ey, das wäre richtig cool. Stimmt, ja, Titel kann man nicht auch bekommen, genau. Yep. Den Titel hätte ich gern von den Typen. Ach, jetzt ist er weg. Meisterangler, das wäre schon ein cooler Titel. Meisterangler-Faust. Sturmbändiger, cool. Das ist ein guter Titel. Warum nicht, gib mir einen Kommentar ab, was für einen Namen ich cool finde, und genau in dem Moment schaue ich die Spieler an und ich denke mir so, was? Was habt ihr das gerade gehört? Aber ja, stimmt, die können das ja wirklich hören. Coole Titel. Ja, irgendwo da drüben muss man jetzt hin. Ich hatte nie vor, hierher zurückzukehren. Strange. Die Erinnerungen sind. Unfassbar, dass ich dich suchen und hierher zurückschleifen musste. Warte mal mit. War unsere gemeinsame Zeit so schrecklich? Du begreifst immer noch nicht. Unsere Tochter wird dies alles nie wiedersehen. Oder meine Hand halten. Oder irgendetwas tun. Reden mit ihm. Ich schätze kein Gefahr. Was für eine... Das klingt, als würde man einer Nixade nachjagen. Erwähnte Rasumdar nicht, dass er dädrischen Kulten auf Sommers End nach... Dädrische Kulte, bin dabei. Wo geht's als nächstes hin? Als nächstes geht's nach... Ach, wir müssen hier bleiben. Oder müssen wir die Map wechseln? Ne, wir müssen die Map wechseln. Ja. Näher ranzoomen. Ich guck mal, wo müssen wir denn genau hin? Wir müssen... Hä? Ich sehe rein gar nichts. Doch, hier müssen wir hin. Wo genau hin? Genau jetzt, der Wegschrein von Schimmerheim. Genau da rechts daneben müssen wir hin. Tschüss. Der Wegschrein von Schimmerheim, warte mal. Wegschreiben von Schimmerheim. Okay, ich sehe ihn. Ich geh mal hin. Hui. Mhm.
20 Minuten nehmen wir schon auf. Ja. Schon eine Menge. Ey, das ist schlimm, wenn die, wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Fluge. Das ist schlimm. Leider. Verdammt, wir sind schon bei der dritten Aufnahme, wo ich mir einfach nur denke, was? Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Also gefühlt. Ja. In Borderlands kriegt man mehr Sachen auf der Reihe und hierbei... Ja, dauert das halt ein bisschen, aber man darf das hier nicht verwechseln, man darf das hier nicht unterschätzen. Das ist ja auch ein großes MMORPG. Hier dauert das halt ein Weilchen, aber dafür sieht auch die Gegend so richtig geil aus und es passieren so viele unerwartete Sachen, dass zum Beispiel irgendwelche Leute auftauchen und uns zum Beispiel auf der, aus der Patsche helfen, weißt du? Wie mit den ganzen Bären von vorhin. Skeva-Kritzelei. Wenn das Auge der Königin seinem eigenen Schwanz nachjagen will, ist mir das recht. Blut an der Wand. Dann hält er sich aus unseren Angelegenheiten raus. Weg von diesem Gekritzel, Neuankömmling. Atmet mal tief. Hast du dich gerade beleidigt? Es ist nur Gekritzel. Ich hab mich gerade beleidigt. Eine von Rasumdars Verschwörungen. Das ergibt meine Mama. Die Rüstung sieht aber auch mega aus. Das ist eine elfische. Mit den Typen zu reden, alles klar. Nur ein Die Katze erwähnte, dass er mit einem Neuankömmling 126 Goldstücke. Habe ich. Aber hier, komm. Wenn ihr mich nach Delta, ist es ein Bestechungsgeld. Ja, ich bestech dich, genau. Was war das gerade, der Eismann? Oh, der Klingelton. Nee, der Eismann. Und ich habe mich gerade gefragt, was ist das denn? Wo müssen wir denn jetzt hin? Warte, ich guck mal kurz auf die Map. Ja, also hier steht einfach nur dran, folge dem Gekritz. Das bedeutet, wir müssen einfach Fährten lesen, nehme ich mal an. Je nachdem, wo hier noch mehr Gekritzel an den Wänden ist. Ich folge dir einfach mal, du scheinst irgendwie Orientierung zu haben. Ich guck, warte mal. Siehst du hier noch irgendwo, was gekritzelt ist? Wir müssen irgendwo hier Gekritzel das suchen. Na, hier in dem Bereich, also hier wird der Bereich angezeigt. Er guckt gerade. Ah, der Bereich ist aber auch riesig, wo wir uns umgucken müssen. Ja. Hab was gefunden! Ich folge dir, ich bin auf der Spur. Hier. Da, hier. Okay, hier ist er also lang gegangen, kann man einfach von ausgehen. Ras ist es gleich, wenn ihr anbetet. Er will nur wissen, ob euer Kult vor kurzem angegriffen wurde. Da ist er. Unser Fürst nimmt jeden auf und ihr werdet der erste Kaji. Sehr schön. Eine Einkunft. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt wird das angezeigt hier auf der Map. Also wir müssen... Bla bla bla, wo müssen wir hin? Ach da, irgendwo in die Welle müssen wir uns jetzt durchschlagen. Die Traumhöhle. Okay. Wo müssen wir? Ach, da oben. Da oben müssen wir jetzt hin, ja. Na, gehen wir zu Fuß, ne? Ja. Also ich habe da zumindest keinen Schrein gesehen, der gerade in der Nähe steht. Nö. Aber ich frag mich, wieso bei dem Wetter der Eismann kommt, Alter. Ja, hab ich auch gerade gewundert. Du hast gesagt, dass es bei dir gerade nieselt und jetzt auf einmal kommt der Eismann. Als wenn bei dir die Sonne scheinen würde, aber du hast gesagt, es ist bewölkt, nicht wahr? Na komm, ich komm mit ins Wasser, ja! Schwimmst du mich? Ich glaub mal nicht, dass jetzt hier im Hafenbecken ein paar Schlachterfische rumschwimmen. Kann alles möglich sein. Ich hab da gerade Anton gelesen. Anton? Moment. Ja, von Etonier. Etonier. Da habe ich gerade Anton gelesen. Ja, ja, die ganzen Leute haben jetzt sehr lustige Namen manchmal. Ey, nee, das steht da oben an der Quest. Oh, den Titel hätte ich gerne. Vorbild. Cool. Naja, muss ich eins nachher mal nachlesen. Wie bekomme ich schon den Titel Vorbild? Das muss ich mich nachher mal belesen. Ach ja, warte mal, wir müssen hier raus, warte. Da, Ausgang.
sei ein Vorbild. Und währenddessen plündern wir die Taschen aus. Was hast du bei dir? Wo bist denn du? Ich bin direkt hinter dir. Was denn? Oh, hier ist ein Schrein in der Nähe. Hier oben, irgendwo. Ich seh's, ja. Wir treffen uns am Schrein. Ich komme, ich sehe ihn gerade auf dem Radar. Und Schrein, Schrein, Schrein. Ah, hier oben ist er. So. Ja, hab ihn. Der Wegschrein von Elbur. Excalibur. Excalibur. 00 Excalibur. Ja. Waren wir hier hinten nicht schon mal? Ja doch. Ich denke schon, ja. Aber wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ich habe auch diesen Jingle als Ohrwurm jetzt gerade. Kauft euch niemals ein Eis von so einem Eiswagen, ey. Sieht der wirklich so schrecklich aus, der Eismann? Hier drüben 5 Kralle. Wieso 5 Kralle? Das ist Teras alte Freundin Sadar Hado. Sie ist eine Das ist seine alte Freundin. Nehmt es hier nicht. Ras hält das für eine schlechte. Ich hab eine 5 Kralle in der Hose, ja. Level up, geil! Vielleicht ließ Meridia diese genau Flammenstab entkommen, als der Rest der Sekte dieser angegriffen wurde. Heilungsstab. Ja, ich nehme den Heilungsstab, genau. Was? Magika erhöhen. Alter, was kannst du denn hier alles nehmen, Junge? Viel, aber du kannst nur eine Sache für die. Du kannst dich nur für eine Sache entscheiden. Ja, ich weiß. Und ich weiß, ich hätte auch gerne alles. Also, ich bin auch so ein Typ, ich möchte alles haben. Oh, boah, der Dolch, ne? Der macht 1979 Detra-Schaden. Erhöht durch Kommen. Ja, ich nehme den Dolch. Macht natürlich auch mehr Schaden, das Ding. Okay, ich nehme einen Heilungsstab anlegen, so. Oder ich sollte doch lieber auf. Soll ich lieber auf Zweihand gehen? Da kriege ich sogar mehr Erfahrung. Ja, ich nehme das Zweihandschwert. Also, ich werde jetzt wieder Zweihand. Machen. Immer weiter auf dunkle Magie. Du wirst zum schwarzen Magiermädchen. Warte mal. Ich warte. Oh, du hast ein Sturmatronarchen beschworen. Steht sogar ein Name dran, Sturmatronarch. Geil, ne? So, ich habe ein neues Beihänder. Boah, guck dir das mal an. So, letzter Dungeon für heute, was meinst du? Jawohl. Je nachdem, wie lange es geht, ne? Also je nachdem, wie lange der hier braucht, bis wir fertig sind. Die Grotte von Antonia. Von Antonia, ja. Okay, da habe ich auch Anton gelesen, ja. Anton. Enter! Ich wusste, das wär's jetzt, wenn ich hier hätte so Pokémon GC gegen würde. Enter! Ich narr! Er sucht das Dunkel, sogar eine Nebenquest für uns. Egal, Hauptquest, weitermachen! Ey, hier ist eine Nebenquest. Ich weiß, der Typ hat keine. Willst du mal mein. Guck mal mein Schwert auf dem Rücken an. Ey, das sieht ja brutal aus. Das leuchtet rot, Alter. Ja! Stirb! Alter, das sieht geil aus, wenn ich da hier die Gegner Schaden zufüge. Stirb! Saugen! Das sieht aus wie so eine komische Dings. Komm mal ins Licht. Komm mal mehr ins Licht. Perfekt, bleib mal kurz stehen, bleib mal stehen. Ja, man könnte meinen, du hast noch einen Hammerkopf da oben, ne? Mhm. Saugen! Hey, nicht mit mir in den Kampf gehen. Ich bin der Damage-Spieler. Tötet den anderen, los. Hey, nicht mich angreifen. Greift den Kobold an. So. Saugen, tot. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Wo müssen wir dann eigentlich lang? Ja, da oben müssen wir jetzt langlaufen. Ah, die Zecken greifen an. No. Ich laufe.
Ja, schon irgendjemand geklärt. Nee. Saugen! Saug! Bleib stehen! Saugen! Doch, hier ist, noch ein, Dude neben mir. Saugen! Ach, das ist ein Feind. Ja, dachte, du, ist ja ein Freund? Ja! Saugen! Es macht Spaß, Leute, leer zu saugen. Hm. Oh, ich habe gerade einen Eisengürtel erhalten. Warte mal. Den gucke ich mir gleich mal an, wenn wir hier wieder safe sind. Moment. Da ist ein Boss. Ja, bleib mal kurz stehen, noch nicht vorrennen. Ach, du bist schon mitten im Kampf. Okay, Moment. Heilung für alle. Heilung. Ich fixiere mich mal auf den hinteren. Heißt der Xardas? Okay. Xavier, ne, du? Okay, Xavier, nee, das klang so ein bisschen nach Xardas. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal stehen hier. Wie gut. Xardas aus Gothic, was nebenbei ein richtig geiles Videospiel ist. Kann ich nur weiterempfehlen. Gothic 3 ist geil, ja. Was? Gothic 3? Niemals? Nee. Doch. Nee. Gothic 1 und 2 waren geil, Teil 3? Nee. Das DLC, es gab ein DLC für den dritten Teil, der war besser als der eigentliche dritte Teil, das muss ich zugeben, ja, aber... Nee. Nein, ich fand's allgemein gut. Okay, das ist... Okay, ich respektiere das, aber trotzdem... Oh, Bananen, herrlich. Aber trotzdem... Nee. Fand ich wirklich nicht so prickelnd, den Teil. Vor allem, weil ich auch nur den dritten Teil gespielt habe. Da musst du die anderen Teile unbedingt nachholen, Teil 1 und 2. Oh, hier sieht es sehr vielversprechend aus, was da hochgeht. Also ich habe eine Banane gefunden. Wenn wir hier irgendwo eine Kochstelle finden, dann kann ich daraus sogar eine gebackene Banane machen. Ne? Ich hab gerade Zitrone gefunden. Können wir was kochen, aber geht gerade schlecht. Saugen! Ich sauge an dir rum. Das Ding muss explodieren müssen. Ne? Ey, wir bringen 176 EP, wa? Ich hab's gesehen, also. Wo kommt ihr denn her? Hier entlang. Wir sind fast da. Rein da! Meridia! Meridia Stern. Aber ja, in der Tat. So zu sterben. Meister, was haben diese Bastarde? Ich tut erstmal hier die ganzen Dinger. Die Ohren. Moment, Moment, ich mach mit. Knochen, nee, danke. Ich kriege jedes Mal Zinn-Halsketten. Ich bekomme nur Zinnringe hier. Dieses Licht. Du die Ringe, ich die Ketten. Ich bin der Herr der Ringe. Sie ruft nach uns. Der Herr der Dinge. Dietrich. Meine treue Priesterin, ein tapferer Soldat und ein mutiger Aufrührer. Tretet näher. Wie viele Dietrich auf einmal jetzt habe, ne? Warum spricht die Stadt mit der Rat? Schade, dass nur gerade vorhin der eine Spieler uns die Truhe vor der Nase weggeschnappt hat. Rezept. Gelb Goblin Tonikum. Ah, cool. Schon wieder ein Rezept gefunden. Nice. Hi. Hallöchen. Kann man mit der reden? Ja, mit Merida. Oh ja, das ist der. Das ist die. Das ist der Schrein. Okay, wir reden mit den Schrein. Meine Anhänger ermordet. Mein Schrein ent... Boah. Meridia, meine Fürstin, sie ist fort. Nein, sie ist weg. Ras hat schon Meridia. Viele Dinge gegessen. Lol, ist sie tot? Wer weiß, ich werde mir das nachher mal durchlesen, weil ich habe das ja auch gerade weggeskippt, so wie du. Wir müssen zurück. Warte auf mich. Ich bin nur gerade durch die Tür gegangen, ich warte hier, na klar. Warte auf mich, ich hab Angst. Warte mal, ich habe hier gerade eine Jute-Schere gefunden, kurz mal gucken. Ja, der ist geil, der gibt mir ordentlich Power. Die anderen Verkaufspreis, ja, beim Verhändler. Ja, alles gut. Power, wir brauchen Power. Eier, wir brauchen Eier. Au. Heilung. Saugen. Das macht's. Komm, Steuer, komm, bam!
So, jetzt geht's ab, Junge. Au! Jetzt geht's ab. Lass mich los! Guck mal hier. Hör auf, mich anzugreifen. Ah, hier sind wieder auf dem Boss frei, ne? Ja, du komplette Aggro gezogen. Ja, was machst du denn? Ja, ich mache anscheinend den meisten Schaden mit meinem Stab. Da denken sich natürlich die Leute, hey, der macht am meisten Schaden, der zieht jetzt die Aggro. Stirb! Saugen! Ich laufe einfach weiter. Kämpfen kostet Zeit. Ich komm mit. Warte auf mir! Ich warte auf dir. Ich habe gerade irgendwelche Blaubeeren gefunden. Helmut ruft sofort Verstärkung. Und drei Erdbeerens. Drei Erdbeerens. Erdbeerens. Schönes Deutsch. Erdbeerens. Und dann die Simpsons Musik. Genau. Ah, da muss man dazu sagen, kennst du Final Fantasy 14? Nee, warte, Final Fantasy 15. Oder was doch 14? Ich glaube 14 war es gewesen. Final Fantasy 14, das ist auch ein Online-MMORPG. Ich weiß. Und es gibt halt ein paar Leute, die halt auf den Server Shiva, die haben eine kleine Band gegründet und die spielen halt bekannte Themesongs halt nach. Das ist wirklich geil, das sind halt echte Spieler, die hat mit Instrumenten, die es halt gibt. Konzerte von und bekannte Themensongs von Serien nachspielen. Habe ich mir mal angeschaut. Die haben unter anderem Darkwing Duck nachgespielt, Chip und Chap haben sie gespielt, He-Man haben sie gespielt, das A-Team haben sie gespielt, Sailor Moon haben sie gespielt. Also viele bekannte Serienintros. Das war richtig geil. Mhm. Und vor allem, spannend, die also, musst du dir halt vorstellen, also irgendwelche echte Spieler haben sich halt so gut, soll ich sagen, organisiert, dass die dann halt über kilometerweite Entfernung trotzdem in ein Online-Spiel das perfekt timen, mit den Instrumenten ein Konzert zu geben und solche bekannten Themesongs nachzuspielen. Das ist richtig cool. Ja, ich lauf schon mal vor. Ja, ich sehe dich da, also laut Krone bist du schon sehr weit vorausgerannt. Ich bin geportet. Da mach ich das doch auch, Mensch, das ist ja... Da muss ich hin, aber ich habe ja keinen Schrein in der Nähe. Na, da ist doch der eine. Obwohl, Stein, da doch der eine da, ja, ich sehe ihn. Porten, da kommt die 60 Gold. Noch habe ich es ja. Ich hab's ja noch. Ich will mal gucken, wie viel Gold ich habe. Ich habe noch 120. Also reicht aus für zweimal Porten. Ja, wenn was in der Nähe ist, sonst laufe ich. Ich dürfte aktuell noch im 1000er Bereich sein, hoffentlich. 8000er Bereich. Ich hab ja eine Menge hier geklaut. Und ich wäre eigentlich noch reicher, wenn ich denn jetzt mein Diebesgut nochmal verkauft hätte. Aber ging ja nicht wegen diesem bescheuerten Bug. Du weißt, da gibt's ja diesen einen Bug, dass man das ganze Diebesgut nicht verkaufen kann. In der Tat. Du bist gerade in einen Kampf verwickelt, wie ich höre. Was? Nein. Ich sammle mir gerade nur ein paar Fälle, die ich dir gerne auch abkaufen würde. Du weißt, du würdest mir gerne anbieten wollen, meinst du? Oh. Ich bin wieder in dieser. Jetzt sind wir wieder in dieser Ruine. Nach nach Aretarium porten können. Nach Atrium meinst du? Sauerei. Egal. Atrium, warte, warum port ich mich da gleich mal hin? Warte mal. Ah, du cheatest. Rauf. Du hast dich da auch geportet. So, schon mal hinporten. Was? 243 Gold kostet das? Nee, oh, hier, Abschied. Abschied. Ja, laufe ich jetzt zu Fuß. Ist mir egal. Sehe ich aus wie ein Bonzo oder was hier? Das ist ja unerhört. Ich dachte mir, ja gut, da die 60 Gold kann ich aber investieren, auf einmal 200, was? Ja, es wird halt teuer für dich. Du hast das meiste Gold. Da brauchen wir Maschinengewehre.
uns Dinger-Raketen, sonst wird das nüscht. Pass auf, wir sehen ihn, du gehörst zum Schienenersatzverkehr. Nehmen wir die Brüder mit und überfallen endlich meinen Altstoffhandel. So, Gegner. I have waiting for this moment for all my life. So long. Creepy. Da, Treppe, sehr schön. Erstmal Sachen verkaufen. Ich ziehe Akro, sehr schön. Und weiter rennen, renne weiter, renne, renne. Ah! Auf ins Atrium. Ich bin gerade am Händler. Stranger, what are you buying? What are you selling? Come back anytime. Have a lot of good things for sale, Stranger. Ah, wir müssen wieder in diesen. Den Turm. In die Traumhöhle. Oder was das auch ist. Ich warte auf dich da unten. Ja, dann gehen wir die Treppen runter. Hand in Hand ins Nimmerland. Komm mit mir ins Abenteuerland. Auf deine Weise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Boah, wer hat das nochmal gesungen? Pur, oder? War das pur gewesen? Ich hab keine Ahnung. Bei Peter Maffay wäre mir, ja, wäre mir so in die Richtung. Um die Ecken biegen, dass die Funken fliegen. Ja, er ist alt. So, ach ja, da. So, was ich mal in der Zeitung gelesen habe, ist, dass Peter Maffay irgendwie bei einem ostdeutschen Radiosänger da irgendwie mal zu Gast gewesen ist für eine ganze Woche lang. Hm. Ach, boah, wirklich? Keine Ahnung. Ich sehe Anzeigen. Ach, du spielst gerade laute, sehr schön. Warte, ich stelle mich bitte aufs Gelände. Ach, dann halt nicht. Ich glaube, das Holz des Aufbruchs ist kleiner, als wir dachten. Erst mit den Typen reden, so. Taschen. Yo, Ritenmeister! Mephales Reich kann einen einschüchtern. Aber ich werde ständig bei euch sein. Denkt daran, immer auf euer Ziel konzentriert zu bleiben. Ansonsten geht ihr auf dem zahllosen Pfad. Total Traumhöhle. Ja gut, dann müssen wir die mal. Oha, Hilfe. Wie das aussieht. Ich will es besser nicht herausfinden. Wie lange haben wir denn noch? 18 Minuten. Könnten wir schaffen. Warst du hier schon mal? Nö. Bis hier war ich noch nie gekommen. Ich bin halt an den komischen Traumboss da gestaltet. Diesen großen, dicken, schleimigen. Ja, gegen Jabba da hat. Na, jetzt sind wir ja zu zweit. Jetzt ist es ja kein Problem. Seid ihr da? Ja. Stirb! Boah. Spinnies! Ich hätte es mir denken können, Alter. Stirb! Saugen! Saugen! Lass uns raus! Saugen! Mann! Ich hau mit meinem dicken Rüssel zu! Ja! Schön in dein Gesicht! Das. Schön in das Möschen, ne? Von dem kleinen Höschen. Verbrennen! Aus mit die Viecher, verbrenne, komm. Ja, jetzt geht's. Ich kann's verbrennen. Kannst du auch durch? Jo. Weil ich habe manchmal so die große Frage. Alter. Ich sehe zwar was, aber was zählt jetzt auch für dich, weißt du? Guck mal hoch. Rechts. Oh, Hallöchen. Weißt du, wie das aussieht? Bräuchte dafür, ja. Okay, warte. Ich komm mit. Ah, ich habe gerade die Akku gezogen. Ach, wir müssen hier hin. Hi. Taschen. Du bist der Neue. Ein Spier. Skorpione. Bringst du noch Skorpione mit? Keine Sorge, ich unterstütze dich. Ich bin der Heiler, ich unterstütze euch. Komm, es gibt Erfahrungspunkte. Du willst doch hier eine Herausforderung haben, oder nicht? Ja. Jetzt hast du eine Herausforderung. Heilung für alle, die es benötigen. Spinne ist tot, jetzt auf die Skorpione. Okay, noch eine Spinne. Stirb!
Mann! Tot! Raus mit dem Video! Wir haben alles getötet, sehr schön. Wir müssen hier rein. Hi! Hallöchen. Saugen! Lass mich verbrennen! Burn, oh. Baby, burn. Ha! Spinne! Spinne da drauf! Hau es mir die Viecher! Eine dämonische Spinne. Das ist wie ein Labyrinth. Drei das Fett habe ich bekommen von der Spinne. Hat die auch bei mir geturbt. Setz den Dämmerstern ein. Vielleicht enthüllt er einen Pfad, den wir nicht sehen. Okay, tschüss. Ich komme mit. Unter Wasser. Schade, ich bin keiner Ghoul. Das bedeutet, ich werde ertrinken. Oder auch nicht. Ich glaube, hier macht irgendwas Jagd auf mich. Ja, hallo. Ja, hier ist ich was Großes. Grad, ich habe gerade Jungfrau gelesen. Nicht die Frau. Was glaubst du Schönes? Oh, Hallöchen. Ich habe nur Gold. Oh, ich habe was richtig Gutes. Schwere Schulterpolzen habe ich hier gerade bekommen. Ja, wenn... Ich dachte, du kriegst eine leichte Rüstung. Ich weiß, und die würde ich auch gerne mit dir handeln wollen. Okay. Ja, warte mal, dreh ich mal um. Ja, warte, nein, andere Richtung, jetzt bin ich vor dir. Bleib mal stehen. Handeln, aber dann gebe ich dir gleich mal die Schulterpolster hier. Du hast abgelehnt. Nochmal vorne, Moment. Handeln. Achso, ich bin überlastet, du kannst mir gerade nichts geben. Das heißt, du hast irgendwas Schönes, Leichtes irgendwie. Es regnet gerade richtig bei mir. Ich kann das Regen durch das Mikrofon durchhören. Wirklich? Ja, kann man wirklich, weil du jetzt gerade die Lautstärke auch höher gedreht hast. Von dem her, ich kann das klar und deutlich hören gerade. Hier. Na, ich bin gerade überlastet. Du kannst mir jetzt nichts weiter geben. Ja, komm. Geht nicht, ich bin überlastet. Hier, diese Rohlederfetzen, die würde ich nehmen. Geht das jetzt? Nein, gib mir einfach nur die Rohlederfetzen, dann bin ich zufrieden, weil damit kann ich dir mit meinem anderen Charakter was anstellen. Perfekt. So, erstmal wieder Platz schaffen, ich bin ja komplett überlastet hier. Aber neue Rüstungsteile sind immer... Boah, Stufe 9. Ulala. Komm, weg damit. Ich hätte Rohleder... Ich hätte was für dich. Ja, dann zeig mal. Vielleicht kannst du damit ein bisschen mehr was anfangen. Moment, so und... Perfekt, so. Okay, zeig mal. Ja, der Magiker, das klingt gut, bin zufrieden, alles klar. Gönn dir. Sehr schön, sehr schön. Ja, das hilft mir deutlich weiter, sehr gut. Wunderbar. Vor allem zum einen ist das, glaube ich, sehr praktisch. Danke. Holy shit! Der hat mich gerade da angesprungen. Ich habe gerade wieder schwere Schuhe bekommen. Warte, wir müssen nochmal tauschen. Komm auch zurück, keine. Ich habe. Ja, ich habe gerade schwere Schuhe erhalten. Komm, die kannst du gut gebrauchen. Her damit. Hier, annehmen. Hier, du kriegst jetzt mal die schweren Schuhe von mir. Warum bekomme ich die ganzen schweren Sachen, die gut für Nahkämpfer sind? Ich kriege leichte und du kriegst schwere. Na, wir ergänzen uns, ist doch super. Wo sind die Stiefel? Blablabla, hier sind die Dinger, hier. Könnt ihr. Jo, die Dinger sind ziemlich gut. So, für alle Fußfetischisten, wir gucken jetzt mal kurz auf die Füße. Was sich da jetzt verändern wird. Ja, gut, was, ja. Dunkel halt. Sind halt dunkel. Aber ich glaube, meine Schuhe hatten eh keine Buffs gehabt, deswegen. Jetzt haben deine Schuhe Buffs. Nein, saugen. Saug sie aus. Weißt du, was mir auffällt? Was denn? Wo ist mein kleiner Freund hin? Ja, wo ist der Kobold? Da ist er! Da ist er! Da ist er ja! Komm, Fleischweber. Boah, mach stirb. Also aus der Entfernung mache ich richtig gut Spinnen ein. Hm? Wo? Hä? Soll? Hä?
Der Dick ist gerade einmal rumgekippt. Was ist das? Besoffen, Junge, ja, der ist besoffen gewesen. Schaffen wir das noch, den Dungeon? 10 Minuten haben wir noch. Ah, das ist mal, glaube ich. Und jetzt kommen Moskitos auch noch an, Junge. Das Nasenkäfer. Jetzt kommt der Nasenkäfer. Ich glaube, diesen Sturm-Anarch-Dingsbums hebe ich mal für den Boss auf, wenn wir hier haben. Saugen! Nasenkäfer wie? Tot. Ich glaube, ich laufe erst mal ein bisschen durch. Hier. Ich auch! Ah! Spinnen! Speedrun! Oh, hier ist eine Detra-Spinne. Oh, ja, ich stehe hinter ihr. Mal ein bisschen alles einfangen, Jo. Ah, scheiß drauf, komm. Hier, Heilung! Brauchen wir ein bisschen Blut. Ich hab die komplette Akku gerade gezogen. Ich hab ja auch noch drei, vier Spinnen, die auf mich aufgehen. Oh, ich... Tetra-Spinne ist tot. Ich hab, warte mal, ich hab grad hier, wie heißen die? Jute-Handschuhe der Ausdauer bekommen. Sehr schön, leichte Rüstung kann ich immer gut gebrauchen. Oh, ein Eisendolch. Again. Jo. Genau, ja. Handeln, ja genau. Jo. Danke. So, Hände. Genau, oh, ja. Nee, warte. Doch, hinten. Ja, die sind besser, danke. Warum kann ich die nicht anlegen? Hier. Jetzt geht's. Danke. Da. Warte kurz. Second Dead war. Pfui Deibel. Ja, das ist so ein kleiner Blutsauger, weißt du? Wir uns alle schön leer saugen. Und das nachts. Ja. Heilung. Hey. Er schlagt mich. Oh. Anhornstab der Dings. Flammen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt geht's wieder. Oh. Ah. Guck mal, Faust. Dämmerstern, Edelstern benutzen. Ja, ja. Blups. Ab in die Strudel. Ab in die Durchschüssel. Oh. Riecht's nach Arsch und Leichen, ne? Nach Arsch und Leichen. Nimm das. Einfach durchlaufen. Das genau, einfach kleine... durchrennen. Weißt du, was mich das erinnert? Was denn? Die Blumen. Bei Skyrim gibt es ja auch so einen Tunnel oder so eine Höhle, wo genau dieselben Sachen sind. Ja, stimmt. Ich weiß, welchen du meinst. In dieser einen Dwemer-Ruine da unten, nicht wahr? Hm, richtig. Ja, wo müssen wir... Die Schwarzfälle hieß es, glaube ich, oder? Schwarzfälle? Ja, genau. Dort? Ja, irgendwas. Hm. Das sag ich. Hier sind jede Menge Spinnen. Hi, Bro. Heilung für alle. Alle einführen! So! Heilung! Ich glaube, das schaffen wir nicht rechtzeitig hier aus der Höhle wieder raus. Wer weiß, sagt niemals nie. Ja, wo müssen wir denn eigentlich. Ah, da müssen wir hin, zu dem Kopf. Ja, mit denen eingewebt müssen wir da reden. Ja, ich bin. Aber können nicht reden, solange wir hier noch mit dem Kampf sind. Komm, bitte! Ja. So, Mann. Bin leid. Das kommt zu großen Tiger. Oh, hier ist noch ein Assassine! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Warum, die haben es alle nur auf mich abgesehen und auf deinen kleinen Kobold. Ich wäre froh, dass wenigstens der Kobold alles nimmt. Das ja, ich nehme auch gerade eine Menge Schaden, guck mal. Und das war's für Witzen? So, zack! Das sind schwarze Witzen, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich gucke einfach nur darauf, dass meine Leben jetzt nicht auf Null fallen. Weil sie so einen roten Torso hinten haben. Da könnte das vielleicht wirklich hinkommen.
So rote Punkte hinten auf dem Rücken, das ist doch eine schwarze Mütze, oder nicht? Eigentlich schon. So, was haben wir hier? Detraherz, sie sind überlastet, danke für die Info. Rollfeder-Schutzkappe. Also das hat nichts Gutes. Ey, die eine sperrt sich ja wiederbelebt, das ist nicht fair. Hi, na? Den Sternen sei Dank, ich kann wieder atmen. Wir müssen weiter. Komm vor, lass die Spinne Spinne sein. Na, und hier gibt's noch eine Menge Zeug, was ich gerade looten würde, aber es geht nicht. Warte, dann komm ich zurück und helf dir nochmal. Sie ist bei mir, die Spinne. Sehr gut. Ja, dann bleiben wir kurz mal hier. So. So, ich muss mal wieder Platz schaffen im Winter. Also. Boah, ran bei schwere Rüstung bin ich schon 11. Schild klatschen wir mal weg. Würde ich zu gerne behalten. Heilungsstab des Greifen. Ach komm, den kann ich ja einfach. Die kann ich ja einfach jetzt wegklatschen, ne? Kann ich jetzt gerade eh nicht gebrauchen. Wir müssen schon wieder tauchen, ey. Also, was gibt's denn hier Schönes? Detra, Fetzen. Ist wieder Detra. Detra hat sie nicht mit. Ja komm, das brauche ich auf jeden Fall. So. Komplett maßlos überlastet. Okay, weiter geht's. Je nachdem, wie weit wir es schaffen, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir die offene beendet haben, auf jeden Fall erstmal in irgendeine Bank reingehen. Ganz wichtig. Willst du mich veralbern? Ah. Überlastet. Raus hier. Auf geht's. Ab in das. In Töterfahrt. Aber meine Freundin hat, glaube ich, Glück. Hat sie jetzt eher Feierabend? Jetzt auf mal durch. Es ist seit 8 Uhr nichts los. Und da müssen nicht zwei Leute arbeiten. Die hat's gut, ey. Das ist gut, ja. Oh, hier sind dicke Dinger. Komm, Faust, lauf! Durchrennen, wir rennen jetzt einfach durch, komm. Und ich kann uns heilen. Ich kann uns auch heilen, das ist gut, wa? Klippe. Lass mich los. Wir müssen noch hier runter, oder nicht? Nee. Wir müssen irgendwie auf die Brücke da oben drauf kommen, glaube ich. Auf die Brücke? Da oben. Wir stecken in Schwierigkeiten. In der Tat. Ach, hier lang. Heilung. Ich hab den Weg gefunden. Da oben. Okay, alles klar. Ich komm hoch. Ja, hier sind auch noch dicke Leute. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ich bin direkt bei dir. Wir müssen kämpfen. Ey, der hat gerade nach einem Stein nach mir geschmissen. Der traut sich ja was. Ah, hier sind übelst viele Gegner. Wirklich? So schlimm? Renne. Ich tanze, warte. So. Lauf. Hier ist ein Dicker. Ah, jetzt sind viele Spinnen. Wir müssen erstmal hier alles clearen, alles klar. Alter Schwede! Was haben die getan? Okay, dann machen wir halt noch eine vierte Aufnahme, ist doch kein Problem. Wenn du willst. Na gut. Eine Aufnahme mehr für die Zuschauer. Genau. Falls wir nicht vor unserer Schluss sterben sollten, also. Heilung! Mir geht langsam das Magika aus. Ich habe gleich kein Magika mehr. Mir geht das Magika aus. Ich habe keins mehr. Ich kann nicht mehr heilen. Ich bin tot. Ja, was? Hier wieder wachen, los. Ich bin gleich wieder kampfbereit. Ich bin auch tot. Die laufen jetzt alle wieder zurück. Ja, das ist doch gut. Ich duck mich hier erstmal. Ich bleib erstmal versteckt und dann fucken die alles ab und dann gehen wir weiter. Hey, also bist du wiedergekommen? Ja, ich bin jetzt noch beim Boss. Ja, ich bin direkt hinter dem. Warte mal, ich versuche das hier mal abzufackeln, ohne dass ich bemerkt werde. Ja, ich kann es abfackeln, sehr gut. Wollen wir nicht den Boss noch mitnehmen? Puh, dann aber nächsten Part, okay? Ansonsten ist das ein bisschen zu... Okay. Oh, die Alte hatten bereits angegriffen, warum? Weiß ich nicht. Renn weiter, ich bleibe auf Distanz. Ja, jetzt machen wir den noch, du wolltest den gerade machen. Ich habe aber nicht angegriffen. Ich auch nicht. Komm zurück, lass mich hier nicht alleine. Ich bin noch hier. Ah, sehr gut, ich kann dich doch gerade nicht sehen, weil du gerade hinter dem Teil bist. Oh, sweet victory. Easy.
Gut, meine Lieben, würde ich mal sagen, vielleicht machen wir noch eine vierte Aufnahme. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Boah.